Hallo, liebe Kiddies, melde mich mal wieder zurück. Die nächste Zeit wird das Thema sein: Was ist ein Deutscher? Ihr versteht die deutsche Sprache. Deutsche Sprache ist vielleicht eure Muttersprache. Ja, was ist Muttersprache? Warum nennt man das Muttersprache, die Sprache, die ihr sprecht? Man kann sie auch Vatersprache nennen oder Onkelsprache oder einfach nur Sprache, die er spricht. Warum nennt man die Muttersprache im Deutschen das Deutsche? Tja, eigentlich eine ganz einfache Erklärung. Zum Deutschsein gehört auch, dass, wenn man dann geboren wurde, die erst bei Jährchen hauptsächlich mit der Mami zu tun hat oder halt, kann auch der Papi sein, der einem vom Herzlichen her, also nicht nur vom Herzlichen, den er einen gern hat, da tut Papi genauso, beziehungsweise Mami oder wer auch immer euer Erziehungsberechtigter ist, sondern der, der euch versorgt, der euch dann die Nahrung gibt, der euch den Arsch sauber gemacht hat, die ersten paar Jahre. Ja, hier spricht man Deutsch, das gehört auch mit zum Deutsch sein, wenn man die Sache so sagt, wie sie nun mal waren oder wie sie sind. Ich kann es gerne nochmal wiederholen. Nachdem ihr geboren wird, muss ihr ja sauber gemacht werden, gewickelt werden. Da muss euch der Arsch sauber gemacht werden. Sonst werdet ihr voll gekackt, voll gerotzt und voll gepisst. Hättet ihr da in der Soße gelegen und wärt wahrscheinlich an Serpenkrankheiten eingegangen. Und jeder Erziehungsberechtigte, jeder Papi, jeder Mami hat euch den Schrank gemacht. Wird wahrscheinlich, wenn überhaupt, nur schmunzeln darüber, dann später mit euch geredet haben. Weil das ist nochmal so, das erste halbe Jahr oder Jahr, das ist bei jedem Mensch so, nicht nur bei der Deutsche, das ist bei wirklich jedem Mensch so. Kackt er sich in die Hose, lässt einfach laufen und strullt rein und so weiter. Ist ganz normal, nichts weiter Schlimmes. Und Mami, Papi oder der Erziehungsberechtigte macht dann sogar beim Schmunzeln einem die Hose sauber, zieht die Pampers ab, macht das Licht einem den Arsch ab, macht dann vorne rum alles sauber, lächelt dabei einem an. Macht vielleicht noch den einen oder anderen mit dem Scherz dabei und macht dann wieder sauber, legt einen dann wieder ins Bettchen rein, gibt noch einen Kuss auf die Stirn, kann man dann erstmal wieder friedlich einschlafen. So gehört das erste Viertel, halbe Jahr seines des Lebens des Menschen immer so. Mal zum Thema zurück. Also zum Thema zurück. Ihr merkt, ich spreche Dialekt. Doch, das ist nochmal ein leicht anderes Thema. Wir wollten ja erstmal uns klar machen, was Muttersprache, also warum das im Deutschen Muttersprache heißt. Dazu muss ich dann ein bisschen weiter ausholen. Muttersprache. Bis vor circa, sagen wir mal, Pi mal Daumen, 50 bis 100 Jahren. Mal schreibe die Zahl mal auf. 50, die Zahl 50. Wenn ihr nicht wisst, wie man schreibt oder man nicht schreiben könnt, kein Problem. Hat noch Zeit. Dann wartet halt so lange, bis ihr alt genug seid, dass ihr schreiben könnt. Dann werdet ihr also in der Grundschule, im ersten Schuljahr, werden euch Zahlen erklärt und wie ihr diese Zahlen zu schreiben habt, auch. Alles kein Problem. Wenn ihr schon schreiben könnt und auch wisst, wie man die Zahl 50 schreibt oder die Zahl 100 und auch ungefähr eine Ahnung davon habt, von dem Zeitraum, also zum Beispiel ein Jahr ist oder was 2 oder 3 Jahre sind, könnt ihr ja mal gefühlsmäßig so euch die Zeit lassen und wenn es wirklich eine halbe Stunde ist, die Zeitraum, den ihr braucht dafür, und gefühlsmäßig so ahnen, wie lang 50 oder 100 Jahre sind, ist schon gewaltig. Aber kein Problem, also erschreckt nicht, wie lang dieser Zeitraum ist, 50 oder 100 Jahre. Ich werde in Kürze 60 Jahre alt. Sagen wir mal, ich würde so von mir behaupten, diese 60 letzten Jahre sehe ich eher so wie Kurt Jürgens. Kurt Jürgens war ein Sänger und Schauspieler des letzten Jahrhunderts. Also, ich schreibe ja jetzt das Jahr 2022, also im 20. Jahrhundert. Hat er gelebt,
gesungen hat damals, 60 Jahre und kein bisschen weise. Soll nichts anderes heißen, also dass man dieselben Narben und Eigenschaften und Untugenden und Tugenden hat, wie man auch schon als kleiner Junge hatte. Oder ja, in meinem Fall als kleiner Junge. Wenn es sich um Mädel handelt bei euch, oder um Mädchen, halt, die man schon als junges Mädchen hatte. Ungefähr so. Also die 60 Jahre sind für mich eigentlich ein Klacks gewesen. Ich komme euch stellenweise vom Denken, von meinem seelischen Inhalten näher vor als irgendeinem Erwachsenen. Je nachdem, wenn ich zum Beispiel einen 20, 30, 40-Jährigen in die Augen gucke, versuche mich mit dem zu unterhalten, da kommt es mir vor, der ist wenigstens 1000 Jahre alt. Also kann man auch relativ sehen, diese Zahlen. Okay? Also bis vor 50 oder 100 Jahren war es so in unserer Gesellschaft, in der Gesellschaft der Menschen, die in Deutschland lebten, genauso, dass halt der Mann, der erwachsene Mann, also der Vater, sich um die Besorgung halt von Lebensmitteln, Getränken für die Familie kümmerte, auch dafür sorgte, dass die Kinder und die Frau halt Kleidung hatten, und er selber natürlich auch, er hat natürlich auch an sich selber gedacht, ist so, so uneigennützig war nun wiederum nicht der deutsche Mann, auch damals schon nicht. Kleiner Schatz von mir am Rande. Die, die ihn verstehen, können jetzt schmunzeln, die, die ihn nicht verstehen, vergesst es wieder, lasst es an euch vorbeisegeln, kein Problem. Nun denn dann, jedenfalls sorgt der Mann für den äußeren Rahmen, damit die Kinder groß werden konnten, oder der Vater. Und die Frau und Mutter, ja, eure Mutti ist auch gleichzeitig irgendwo, sieht sich selbst auch als Frau. Zu dem Thema ein anderes Mal, gell? Wir bauen das ja systematisch auf, damit ihr versteht, wie ihr das ein oder andere euch erklären könnt, was in euch selbst so manchmal in eurer Gedankenwelt so abgeht und was um euch herum die Leute so manchmal sind und Tiere so sind, und damit ihr das alles so ein bisschen eher einordnen könnt für euch, okay? Nun denn dann, ich hoffe, ihr habt noch nicht den Faden verloren, bei dem viele, was ich so angedeutet habe und gesagt habe. Also kehren wir mal so circa 100 Jahre zurück, da war ungefähr seit Beginn dessen, dass die Menschen, die auf deutschem Boden lebten, also auf dem Gebiet Deutschlands, es wird ganz kompliziert, ihr merkt es, aber es ist letztendlich ganz einfach. Wenn man es verstehen will, dann kann man es verstehen, wenn man es nicht verstehen will, kann man es auch genauso gut abhaken. Also die Leute, die auf dem Gebiet von dem Land da lebten, was die Gesellschaft, die Gemeinschaft, die da lebte, sagt, ja, wir sind alle Deutsche, oder wir sind das Deutschen, oder sind Deutsche, ja, so wurden wir, so nannten wir uns damals selber, so vor circa bis vor 500 oder 800 Jahren, nannten wir uns nicht Deutsche, also mit weichem D, sondern Deutsch. Kann so sein, kann auch anders sein. Das sind alles nur Erzählungen, weil ich wiederum bin nur, ja, ihr wisst jetzt, knapp 60 Jahre alt. Von da aus, was vor 500 Jahren war, ob wir jetzt uns tatsächlich Deutsch genannt hatten, oder doch Deutsch, oder wie auch immer, weil soll ich das genauso wissen? Das sind alles Geschichten, die ich gehört habe, die ich gelesen habe und die mir andere Erwachsene so erzählt haben. Nun denn, nehmen wir mal an, es wäre tatsächlich so, dass die Sprache, ja, die Sprache hat sich ja dann geändert, merkt er ja. Weil wenn wir uns jetzt Deutsche nennen und vorher dann tatsächlich Deutsch wir uns nannten, dann ändert sich auch die Sprache. Aber die heißt bis auf den heutigen Tag noch die deutsche Muttersprache. Komisch, gell? Obwohl du oder du, Mädel, halt wahrscheinlich denkst, mich hat mein Papi erzogen, warum wird jetzt letztendlich umbenannt in Papi-Sprache? Nun gut, wir sind ja, also das, was sich Deutsch nennt oder Deutsche, sind ja nur eine Gemeinschaft von circa derzeit um die 82 bis 83 Millionen Menschen. Ja, jetzt kommt nochmal eine Zahl ins Spiel. Wenn ihr wollt, lasst euch nochmal die Zeit. Was sind Millionen? Vielleicht weiß der eine oder andere Junge oder das eine oder andere Mädel nicht, was eine Million ist. Eine Million ist eine 1 mit 6 Nullen dahinter. Also ich sag's mal. Also eine Million ist 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0. Also das wäre eine Million. Und insgesamt liegen auf dem Gebiet, was man Deutschland nennt, ca. 82 Millionen Menschen. Also Kinder, Babys, ihr auch wahrscheinlich, vielleicht auch nicht. Dann Erwachsene, eure Eltern, andere Erwachsene
alte Leute, dann noch ein paar Fremde, oder die ihr mit Fremder, also die ihr fremd seht, weil sie halt eine andere Sprache sprechen oder die Dialekt sprechen, wie ich sehr oft. Ja. 83 Millionen Menschen leben derzeit auf dem Gebiet, das man Deutschland nennt. Ist schon massiv, gell? Das sind schon Zahlen. Hoffentlich liegt euch jetzt der Datieren weg. Hahaha, ich mach manchmal Scherze, gell? Gut, nachdem ihr euer Gehirn wieder eingesammelt habt, Entschuldigung für den blinden Witz, nachdem ihr euer Gehirn wieder eingesammelt hat, wieder alles da ist, wo es hingehört, sind schon enorme Zahlen, ja. Das sind schon verdammt viele Leute. Aber Deutschland, beziehungsweise das Land, was man Deutschland nennt, jetzt kommt die nächste, ist man nicht ganz so gravierend, die 82 Millionen, ist nicht ganz so viel. Das Gebiet, auf dem, die innerhalb der deutschen Grenzen ist, das müssten, soweit ich weiß, Pi mal Daumen etwas über 500.000 Quadratkilometer sein. Oh, jetzt kommt er mit der Einheit Quadratkilometer. Was ist das wieder? Nun gut, was ist ein Kilometer? Was ist ein Kilometer? Ein Kilometer sind 1000 Meter. Ja, jetzt wird's knibbelig. Soll man lieber aufhören? Also ist schon ein relativ großes Gebiet. Wir hören lieber auf an der Stelle. Es ist ein verdammt großes Gebiet. Aber glaubt mal, das Land, wo halt sagt, hier müssen alle Deutsche, das ist Deutschland, das ist sehr, sehr klein gegenüber dem gesamten Erdoberfläche. Ja, jetzt wird es ganz extrem. Bitte sammelt euer Gehirn wieder ein, nicht, dass er auseinanderbricht. Alles gut. Na gut. Wir wollten ja eigentlich erstmal diese Sachen erklären, so das grobe Drumherum. Wollte nur andeuten, wie groß die Erde, wie groß die Natur und damit auch die Spezies Mensch ist, also wie viel Anzahl Menschen, nur Anzahl, nur als nur Zahlen. Also Zahlen können einen schon ziemlich hoch treiben und einem, boah, das Gefühl, hier fliegt irgendetwas einem Kopf auseinander. Wo ich glaube, das sind alles nur Zahlen. Da gibt es Menschen, die gerne mit Zahlen spielen. Ja, merkt ihr nämlich was? Ja. Nee, merkt ihr noch nicht, dann erklär es euch nachher. Oder nee, das muss ich euch jetzt erklären, weil der Punkt ist sehr wichtig. Schema das Thema Muttersprache mal zur Seite, kommen wir zum Thema mit Zahlen Menschen manipulieren. Ja, man kann mit Zahlen jeden Menschen manipulieren. Das merkst du gerade selber an euch selber. Das bei der Erwähnung super Zahlen, wenn ihr so aufgeschrieben habt, bei euch da, so etwas, was passiert ist oder nicht. Bei denen, die ganz cool geblieben sind, gedacht, oh, jetzt erzähl uns die Zahl, die interessieren mich nur weniger. Die sind eher die taferen Kinder. Aber es gibt nur sehr, sehr wenig. Also ich denke mal, eigentlich wird dieses euch, von euch, also mir ging es nicht anders als damals, wie ich die ersten großen Zahlen gehört habe. Boah! Packt euch mal zusammen, lasst euch die Zeit. Deshalb, hört erstmal ruhig, weil es gibt sehr, sehr viele clevere Männer und Frauen, Erwachsene, hauptsächlich, aber auch Gleichaltrige, die meinen, mit einem mit so ein paar Spekulationen rauskicken müssen. Die sind nicht so ganz, also man muss aufpassen. Bei solchen Leuten, losse Rede und besser gehst du weg. Lass die schröchen Falken oder. Ist uninteressant. Hack die Leute erstmal ab. Mit den Leuten gehen wir erstmal aus dem Weg, bis wir da oben normal sind in der Birne. Wenn du ein bisschen trickst und tricken will und ärgern will, und bis du aus dem Weg gehst, so lange wie man halt kann. So lange wie man kann aus dem Weg gehen. Aber wenn so ein Spekulatius halt meine, können alle zu sehr auf der Eier, Entschuldigung, auf die Nerven gehen, aufs Gemüt, Jungs und Mädels, dann zeigt man, was der Hage ist und fahrt kontra. Ja, so viel zum deutschen Wesen, was ein Deutscher ausmacht. Deutscher ist halt in erster Linie einer, der nachdenkt oder überlegt, bevor er etwas macht. Aber wenn er etwas macht, dann schließt er strack weg durch. Das wird auch mit zum Deutsch sein. An der Stelle erstmal eine Pause. Wir kommen nachher wieder zum Thema Muttersprache zurück, okay?